Gut, 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 gut. Herzlich willkommen bei Simson und Zweitakter. Liebe Simson-Freunde, ich wollte euch heute nochmal was Spezielles zeigen. Und zwar geht es um Schaltwellenbolzen, verschraubt und mit den Schwierigkeiten, mit denen ihr rechnen sollt. Also ein bisschen Geschick gehört dazu und ein bisschen, ja, wie sagen wir dazu, innovativ, nee. Wie sagt das, wie heißt das? Innovin, ja, dieses komische Wort. Das komische Wort Innovation heißt, Innovation gehört dazu. Ja, also wie gesagt, wir fangen mal an und ich erkläre euch mal, was mir da passiert ist. Also ich habe es schon abgefilmt und ja, wir schauen uns das jetzt gleich mal an. Auf geht's. Viel Spaß. Wir haben am letzten Bautermin, also wo wir den Vierganggangmotor zusammengebaut haben, haben wir dann noch ein bisschen probiert, weil wir haben hier den Bolzen einsetzen müssen. Und zwar wurde hier jetzt ein Bolzen eingesetzt und zwar mit entsprechend einer Verschraubung. Weil es ist ja ein Fünfganggetriebe und das sollte so präzise wie möglich laufen. Also demzufolge haben wir jetzt einen verschraubten Bolzen. Ich muss mal gucken, wie das heißt. Also wie hieß der? Genau, das ist dieser Venandi-Bolzen, heißt er. Habe ich mir gekauft, weil ich wollte eigentlich das Komplettset wieder bei meinem normalen Verkäufer, also den ich sonst immer hernehme, also bei den Jungs von der Truppe da mit den drei Buchstaben, wollte ich eigentlich mal das Komplettset wieder haben, also mit diesem Schraubbolzen, dann diesem Nadellager, was es da gibt. Also gibt es ein Nadellager, was man hernehmen kann. Und dann noch mit diesem Kipphebel, mit diesem verstärkten, mit diesem optimierten. Ne, also der läuft ja dann hier in dieser Nut da drin, ne, und der schaltet dann entsprechend, also praktisch geht rauf und runter. So, kleines Problem an der Stelle war, es gab das Set nicht mehr. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann kauf doch einfach das Nadellager extra. Dann kaufst du den Hebel extra und kaufst den Bolzen extra. Den Bolzen gab es leider nicht bei meinem Drei-Buchstaben-Händler. Und demzufolge habe ich gesagt, gut, okay, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, gut, okay, bestellst du den extra. Habe ich im Internet gesucht, habe einen gefunden. Doch leider passt das ganze System nicht 100% zusammen. Also da muss man ganz schön aufpassen. Und ich sage euch jetzt mal, welche Probleme auftreten. Also, als allererstes, diese Schalthohlwelle. Da passt das Lager nicht richtig rein. Also das sitzt viel zu straff. Das ist innen hier auch so mit so diesem Ölbrand belegt und läuft auch noch konisch zu am Ende. Also da habt ihr schon Probleme, das reinzumachen. Also ich habe einen großen Schraubstock, mit dem haben wir das dann reingeprügelt. Also ich blende das Video auch gleich nochmal ein. Meinst du, haben wir schon Temperatur, Thomas? Ich denke mal, ein bisschen Glück könnte schon reichen. Eisekalt. Nee, reicht nicht, Thomas. Das wird wieder mal haarig. War doch die Nuss, Die Nuss war die wir hinten drin hatten. Andere gehen ins Bodybuilding-Studio, ne? Ein Haufen Geld. Heiß. Es ist schon heiß geworden, das Ding. Ja. Da haben wir wirklich Glück gehabt beim ersten Mal. Ne? Beim ersten Mal hat man. Das war auch eine andere Hülse. Ah, jetzt kommt sie raus. Ja. Die eins war sie ja ganz sicher. Was? Das kriegt nie wieder einer raus. Das bin ich mir ganz sicher. So, also, dann ist das Ding da drin. Dann versucht ihr den Bolzen reinzustecken und stellt fest, der geht gar nicht mehr rein.
Weil hinten, das Lager hat es einfach hinten schon relativ eng zusammengedrückt. Es läuft alles noch innen drin, also die Nadellager funktionieren noch, aber es ist halt enger geworden. Und dann versucht er das ganze Ding anzupassen. Und wer nicht geübt ist, macht's nicht, lasst's machen. Also kümmert euch darum, dass es jemand macht, weil ihr müsst richtig was anpassen. Also das erste Problem ist das Reindrücken, das zweite Problem ist das Anzupassen auf dieses Nadellager. Das ist nachher... Andersrum. Erst anpassen, dann reindrücken den Stift. Ganz wichtig, ja. Weil wenn der mal drin ist, kriegst du Wenn der drin raus. Ist, habt ihr Schwierigkeiten, wieder rauskriegen. Also wir haben als erstes das Nadellager gesetzt, haben den Stift probiert, ob der passt, passte nicht, haben den Stift entsprechend angepasst. Hoppla. Und dann haben wir das so hinbekommen, dass sich es erstmal ganz leicht dreht, kein Spiel hat. Also es ist kein Spiel vorhanden, also das läuft jetzt optimal. So, beim Eindrücken des Bolzens immer aufpassen. Niemals einschlagen. Niemals irgendwie mit dem Schraubstock hier nur draufdrücken und hier hinten kein Widerlager haben. Weil ansonsten platzt euch hier hinten das ganze Gewinde raus. Also praktisch das ganze Motor, den Motor zerdrückt es einfach. Das ist Aluminium, das Ding geht so straff rein, ist schwer. Also ich habe es so gemacht, dass ich hier hinten eine Unterlegscheibe aufgelegt habe und dann eine kleine Nuss drüber geschoben habe und sozusagen im Schraubstock die Backen hier dran und hinten die Nuss im Schraubstock, also dass ich das schön mit Gegendruck dann ineinander verpressen kann. Vorher schön heiß machen. Das muss heiß, richtig gut heiß sein und dann gerade reinschieben. Geht sehr schwer mit dem Schraubstock, aber wie gesagt, seid vorsichtig damit. Ihr könnt damit ziemlich viel kaputt machen. Wenn ihr keine Erfahrung habt damit, lasst es machen. Geht zu jemandem, der eine Hydraulikpresse hat, lasst das einfach eindrücken. Also das ist richtig schwierig. Ne? Also, und wenn ihr die Chance habt, bestellt lieber das Set. Also dann habt ihr keine Stunde zu tun, bis das endlich passt und bis alles so sitzt, wie es soll. Wobei das Reindrücken trotzdem schwer ist. Das Reindrücken bleibt immer schwer. Also wie gesagt, also ich habe da letztens, glaube ich, vom Dirk Mann habe ich da einen Kommentar gekriegt. Der hat das mit einer Hydraulikpresse reingepresst und da hat alles gut funktioniert. Wie gesagt, ich habe hier meine manuelle Hydraulikpresse, also diesen richtig guten, kräftigen Schraubstock. Und Thomas kann es bezeugen, das Ding hat gejammert. Also der hat heute noch, der ist heute noch sauer. Der macht heute noch Geräusche mit mir. Also ich muss den nochmal neu abfetten. Also das hat ihm nicht gefallen, dass man damit so viel Gewalt daran musste. So, was ihr dann als nächstes noch machen müsst, ist ausgleichen. Ausgleichen ist halt wirklich, ihr müsst gucken, dass ihr hier oben das Maß rausfindet, wie viele Scheiben ihr dazwischen macht. Bietet auch der Händler mit den drei Buchstaben, bietet halt schöne, dünne Scheiben an. Hat Knoppi auch damals verwendet, er hat sich die Scheiben auch bestellt, er hat das Ding allerdings in Aluminium eingebaut. Ich habe es jetzt hier als Stahlbolzen geschraubten und er hat einen Aluminiumbolzen. Und ich habe das jetzt so ausgeglichen, dass es 100% passt und wenn ich die Schraube setze, kein Spiel habe. Im Endeffekt, beim letzten Bolzen hat man 0,9 mm eingebaut. Das war das Set. Und hier bin ich jetzt schon auf 1,4. 1,4 mm. Also das sind 5 Zehntel mehr, weil das alles ein bisschen anders ist. Verschiedene Hersteller, verschiedene Lieferanten. Aber wie gesagt, ich habe es hinbekommen und das Ding tut und wir können das auch dann so verwenden. Ne? Also wir bauen jetzt dann hinten nochmal die Sicherung rein und heben uns das auf jeden Fall, das können wir drin lassen, heben uns auf jeden Fall auf. Gut. Hinten wird der entsprechend gesichert. Also kommt erstmal eine Unterlegscheibe und dann kommt dieses Blech hinten rein. Was wir hier in diesem Sicherungsset auch mit dabei haben. Und zwar ist es das hier. Das kommt dann hier hinten rein. Da setzt ihr euch dann mit der Nase oben die Kerbe und die zieht ihr euch nach oben. Ne? Hand weg. Red doch mit mir. Er ist heute wieder stumm, weil er letztens hat er gehört, dass er halt zu sehr nuschelt. Ich kann gar nicht sagen, ich habe noch nie genuschelt. Ja, noch nie. Kann ich gar nicht. Also, ihr biegt euch schon mal die Blechnase um, dann könnt ihr das schön aufsetzen und macht die Unterlegscheibe unten drunter, dann habt ihr auch genügend Fleisch, um das hochzubiegen. Wenn ihr es andersrum macht, kann es passieren, dass dieses Blech, was ihr hochbiegt, gar nicht die Schraube mehr erreicht zum Sichern. Also von der Sache her
Aufpassen, richtig rum montieren. Die Schraube sollte es unbedingt sichern. Ne? Machen wir, wenn er heiß ist, oder? Machen wir dann. Machen wir eigentlich gleich noch. So, also wir haben das jetzt nochmal rausgesucht. Also die Unterlegscheibe ist auch übrigens so im Plan verzeichnet, als erstes Unterlegscheibe. Danach kommt das Teil drauf, das Blech, das Sicherungsblech. Und dann die Mutter hübsch oben drauf. Ich meine, von meinem Gefühl her, der Bolzen sitzt so fest, da rückt sich nichts. Also da kannst du tun und machen, was du willst. Aber Simpson hat das mal so gebaut und demzufolge bauen wir das auch wieder so ein. Also Sicherungsblech angebogen, so ist es verbaut, so gehört es rein und so passt es auch. Ne? Also wie gesagt, das Ding, ich bin immer dafür, also auch die Unterlegscheibe nicht vergessen, gell? Also die ist ganz, ganz wichtig, ansonsten sitzt das Hohlwellenlager oder beziehungsweise die Schalthohlwelle sitzt viel zu tief und dann könnt ihr dann nicht mehr ausgleichen hier oben über den Ausgleichsmechanismus. Also, das Ding bin ich dafür, dass man das immer spielfrei verbaut, wenn man ein Fünfganggetriebe, wenn nicht sogar ein Sechsganggetriebe hat, weil das muss spielfrei sein. Ansonsten habt ihr Probleme, die kurzen Schaltabstände mit dem Schalthebel zu erreichen, dass ihr nicht immer drüber schaltet oder drunter bleibt und immer wieder in dem Leergang zwischendrin seid. Gerne könnt ihr mir dann noch in Kommentare was reinschreiben, wenn ihr sagt, ne, ich bin eine andere Meinung, bei mir funktioniert es schon. Finde ich super, wenn es funktioniert. Glückwunsch, habt das richtig eingestellt, habt das gut ausgeglichen, also Respekt und wie gesagt, ich verbaue es gerne so. Ich habe es gerne einfach und ordentlich und dauerhaft. Ne? Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr wieder mit dabei sein wollt, löst einfach ein Abo, die Glocke daneben und dann geht es weiter mit neuen Videos, mit neuen Projekten von mir und auch mit vielleicht ein paar neuen Tuning-Teilen, die ich mir jetzt demnächst wieder bestellen werde und gucken werde, was man da alles so am Markt kriegt. Und ansonsten hier noch so ein paar Videos ringsrum zum Weitergucken, was ich alles schon gemacht habe. Gell? Also, wenn ihr Lust habt, gerne anschauen und ansonsten macht's nach, macht's besser und traut euch was. Bis dann. Ciao. Ciao.